Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Heute gibt's mal keine neuen Updates oder sonst was. Eigentlich wollte ich Java updaten, hab's aber nicht dazu bin aber nicht dazu gekommen. Dafür teste ich heute was anderes, nämlich lade ich gerade im Hintergrund hoch. Das bei Oblivion oder bei Pokémon, da geht das super. Das sind ja Offline-Spiele. Bei Plants vs. Zombies habe ich das auch schon versucht. Das hat auch gut funktioniert. Hey, die Toten sind wieder da! Ja! Der Neustart hat es gebracht. Geil. Freue ich mich. Jedenfalls bei Plants vs. Zombies habe ich das schon mal versucht. Das hat gut funktioniert. Es dauert nur am Anfang ein bisschen länger, bis die Preise da sind. Aber ansonsten super. Und jetzt dachte ich mir, probiere ich das heute in Minecraft aus und sieht mal, Balken ist voll. Kein Problem. So viel natürlich, dass wir auch wirklich kein Problem haben mit Lags oder so. Aber ich wollte das schon seit Monaten, wollte ich das mal testen. Ich lade tatsächlich auch schon des Öfteren, oder habe auch schon des Öfteren bei Plants vs. Zombies hochgeladen. Kann man in manchen Folgen sehen, jedes Mal, wenn der im Shop der Preis ein bisschen länger dauert, bis er da ist, habe ich nebenbei hochgeladen. Und heute, wie gesagt, der Test in Minecraft und bis jetzt... Oh, da ist was. Ist das jetzt nach draußen gebackt? Das ist irgendwie nach draußen gebackt. Okay, passt. Holen wir uns das? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich möchte es haben. Ja, am Leben, Fische. So. Alles schön in die Spitzhacke. Der geht's auch wieder einigermaßen gut. Müsste das nicht hier irgendwo... Ach, das ist wahrscheinlich da oben, oder? Ich habe keine Ahnung, wo das denn ist. Eine Hasenpfote! Da war sie! Geil! Die Katze hat uns eine Hasenpfote gebracht. Schön. Aber ich glaube langsam, denn wir kriegen immer nur einen Gegenstand. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Chance vielleicht erhöht ist, wenn wir drei Katzen benutzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Chance immer nur von einer Katze gezählt wird und das ist ein bisschen blöd. Aber naja. 50 Hasenpfoten haben wir schon. Geil. So, was machen wir heute? Heute ist nur eine ganz kurze Aufnahme, nur eine Stunde. Plane ich wieder. Deswegen, eigentlich würde ich gerne irgendwie versuchen... Ach, da muss noch Kohle rein. So. Sonst brennt das ja nicht. Ich würde eigentlich gerne versuchen, irgendwie... neue Dorfbewohner zu kriegen. Dafür müsste es aber Nacht sein und wir müssten neue Dorfbewohner haben. Ich habe ja eh hier was dabei. Was mache ich also heute? Ich habe keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Wisst ihr, was ich mache? Ich hole jetzt... ich hole jetzt... Von da drüben hole ich jetzt die ganzen Schwarzeichensamen. Das Setzlinge, das mache ich. Und dann pflanzen wir noch ein paar Schwarzeichen in der Försterei. Darauf hätte ich jetzt Lust. Ich meine, eine Stunde aufnehmen, da lohnt sich es nicht wirklich irgendwas zu machen. Deswegen mache ich das. So, wo ist jetzt der Knochen? Da. So, nehmen wir natürlich mit. Ich möchte meine Rüstung wieder anziehen. Wie geht's in der Spitzhacke? 400 fehlen noch. Nicht mal mehr. Okay.
Okay, den lassen wir. Der stirbt gerade, der trinkt gerade irgendwie. Ah, das Pilzhaus. Ha, wir sind rausgekommen. Wir könnten auch mal... Oh, darauf hätte ich jetzt auch Lust. Wir könnten mal nachsehen. Wegen den Dorfbewohnern. Eigentlich könnten wir ja mal ein paar Dorfbewohner züchten. Wir hätten da hinten ja einige. Wir klauen uns einfach zwei. Zwei, die nicht irgendwie das beste Angebot von etwas haben. Und die lassen wir dann züchten. Nein. Hier, Schwarzeichensetzlinge. Ich habe hier noch zwei goldene Äpfel und zwei Wurftränke der Schwäche. Machen wir das gleich? Ach komm, wir sehen zumindest mal nach. Was brauchen wir für... Ich habe noch nie Dorfbewohner gezüchtet. Ich glaube, wir brauchen Brot dafür, oder? Also einen Bauer eigentlich. So, was haben wir hier? Da geht irgendwie gar nichts. Drei Diamanten für einen Smaragd? Ah, nein. Angebot, ein Geselle. Naja, 21 Kohle für ein Smaragd? Nein, Eisenachs brauche ich auch nicht. 8 Eisen für ein Smaragd? Wow, naja. Nemesis der Gliederfüßchen? Nein. Schärfe 2, Effizienz 2? Nein. Hat der irgendein tolles Angebot? Nein, der hat einfach nur Waffenschmied. Hier, Top-Angebot, 16 Kohle für ein Smaragd. Super. Aber ansonsten... Oh, hier können wir scrollen. Der hat Kettenrüstungen. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Experte ist das. Panzermacher. Das ist nur ein Geselle. Hier ist gar keiner drin. Hier haben wir einen Fleischer. Lehrling. Rohes Hühnchen für einen Smaragd. Rohes Schweinefleisch für Smaragde. Und Kohle. Oder gebratenes Schweinefleisch und gebratenes Hühnchen. Naja. Den könnten wir eigentlich mitnehmen. Der hat kein Top-Angebot, das ist nur ein Fleischer. Ich glaube, die sind häufig. Sehen wir mal nach, was wir sonst noch so haben. So, hier haben wir einen Gerber. 11 Leder für einen Smaragd. Lederhose, Feuerschutzanzug, Haltbarkeit 2. Ein Sattel, auch nicht schlecht. Ist ein Geselle. Der Geistliche hier ist irgendwie abhanden gekommen. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Der ist einfach weg. Ein Smaragd für einen Leuchtstein, wow. Und hier 9 Smaragd für ein Erfahrungsfläschchen. Da war gar keiner drin. Hier ist nochmal ein Fleischer und der hat auch kein Top-Angebot. Ich glaube, er hat sogar exakt das gleiche. Nein, nein, ich glaube, eins von den beiden ist besser und bei Kohle weiß ich es nicht. Und hier haben wir einen Bibliothekar. Der hat gar keine Stufe mehr. Was war der eigentlich? Lehrling. Ach, der Geistliche ist ja eh nicht da. Papier kann man hier hinbringen. Schärfe 2, Kompass, Bücherregal, 2 beschriebene Bücher. Oder 10 Bücher. Da beschreibe ich doch lieber 2 Bücher und kriege einen Smaragd, und bevor ich 10 Bücher hergebe für einen Smaragd. Und ich glaube, das ist auch vom Papier her billiger. Wobei wir aber bei beschriebenen Büchern bräuchten wir erstmal Buch und Feder. Das heißt, wir bräuchten auch Tinte. Ja, naja. Stärke 1, Effizienz 5. Namensschild. Top-Angebot, 20 Smaragd für ein Namensschild ist sogar ein Top-Angebot. Und 1 Smaragd für 4 Gläser. Echt jetzt? Ah, Tatsache. Naja, ich glaube, die 2 Fleischer hole ich mir. Die will ich dann in irgendein Haus einsperren? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Hier gibt es Karotten und Kartoffeln. Hier ist niemand. 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 Weizen gibt es hier eine Menge.
und Kartoffeln. Karotten. Okay, aber das war's. Nur die beiden Häuser sind belegt. Und aus irgendeinem Grund fehlt ein Geistlicher. Schade. Na gut, dann würde ich sagen, hole ich mir jetzt hier diesen Fleischer. So. Ich sperre dich jetzt in irgendein Haus. Ich weiß gar nicht, was ich da hergeben muss. Ich glaube, dafür brauche ich ein Brot, oder? Dann lasse ich das erstmal und hole mir ein Brot. Ich gehe jetzt Weizen farmen. Gut, wenn wir mal wieder ein bisschen Weizen haben. Aber ich glaube, ich werde das ganze Weizen noch einfach im Brot umwandeln. Oder soll ich es mir auf... Nein, ich glaube, ich werde es einfach im Brot umwandeln. So, dann hier noch. Super. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde es gerade dunkel werden. Ja. Habe ich eine Werkbank? Achtzehn Brote. Sehr schön. Ich höre schon ein Skelett. Ich sollte den vielleicht doch wieder einsperren. Ach, da hinten gibt es auch noch Weizen. Naja, er ist drin und nachts sollte er eigentlich auch nicht rauskommen. Holen wir uns das Weizen auch noch. Der Idiot geht nachts raus. Nicht wirklich gut. Wo ist der jetzt hin? Sag mal, bist du bescheuert? Auf mit dem Blödsinn! Hier wieder hoch? Nein, nicht da! Kann ich dir irgendwie locken? Nein. Das ging irgendwie früher viel besser. Viel einfacher. Wo rennt der hin? Hallo, du gehst aus deinem Dorf raus. Was willst du? Und es ist Nacht, du solltest Nacht eigentlich... Nachts sollten die doch eigentlich in den Betten sein. Was ist denn hier jetzt falsch mit dem? Also, wo will der eigentlich hin? Der rennt die ganze Zeit hier in diese Richtung, ganz weit weg. Vielleicht sollte ich ihn mal kurz schlagen. Wo rennt der jetzt eigentlich hin? Hallo? Sag mal, spinnst du? Lauf vor mir weg! Lauf vor mir weg! Du spinnst doch! Nein, nicht in die Richtung! Haha. Ich kann ihn auch nicht zu oft schlagen. Der ist doch lebensmüde.
Also da ist doch irgendwas kaputt. Die haben doch irgendwas kaputt gemacht mit 1.14, oder? Der hat sein Dorf verlassen. Der ist ganz weit weg von seinem Dorf. Ich wag es ja nicht. Spring weiter nach oben. Spring weiter nach oben. Weiter nach oben. Spring. Ach scheiße, geht nicht. Scheiße, der kann auch nicht. Ah. Ey, du sollst mich nicht wegschieben. Ich will dich wegschieben. Geht aber irgendwie nicht. Jetzt hängt er hier irgendwie fest. Er kommt hier auch nirgendwo hin. Machen wir mal den Sand hier weg. Vielleicht kommt er dann wohin. Ja. Machen wir den da weg. Okay, das ist das Problem. Machen wir den da weg. Komm hier wieder hoch. Komm hier hoch. Nach oben. Nach oben. Was hast du eigentlich für ein Problem? Ein massives, wenn es so weitergeht. Wo ist der jetzt hin? Du willst mich doch verarschen. Geh da runter. Wir gehen jetzt zurück zum Dorf. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Irgendwas gefällt dem an dem Baum. Der sitzt. Hallo? Ich kill dich gleich, wenn es so weitergeht. Den kriege ich doch niemals wieder zurück. Irgendwas ist mit der KI von den Dorfbewohnern kaputt gegangen. Das kann doch nicht normal sein, oder? Ich meine, hallo? Der klettert auf den höchsten Punkt, den er findet irgendwie. Der begeht doch selbst mal, wenn er so weitermacht. Mann! Und er ändert alle 5 Sekunden sein Ziel und rennt wieder los. Die anderen haben das wenigstens alle 30 Sekunden oder so gemacht. Die konnte man auch gut schieben. Weg mit dir. Mist. Weg mit dir. Wo geht der jetzt hin? Geh zurück in dein Dorf. Zurück in diese Richtung. Da ist dein Dorf. Da hinten. Nein, nein. Du gehst jetzt nicht wieder auf die Bäume rauf. Ich kill dich. Da ist doch irgendwas kaputt gegangen. Da muss irgendwas kaputt gegangen sein. Die haben mit 1.14, mit jedem Patch hatten die Probleme mit den Dorfbewohnern.
Garantiert, da ist immer noch irgendwas kaputt und sie haben einfach nur noch keinen neuen Patch rausgebracht. Lauf weg von mir! Nicht in diese Richtung! Ich glaube, der stirbt noch. Aber hey, die ganze Nacht kam kein einziges Monster. Der ist doch bescheuert. Der Fallschaden hat die Angst vor dem Schaden, den ich ihm zugefügt habe, ausgelöscht. Und dann ist er einfach wieder ganz normal nach oben. Nein! Das, irgendwas mit dem ist kaputt. Ich glaube, ich töte ihn einfach. Wir haben eh noch einen zweiten Fleischer. Ich töte ihn jetzt. Ich hab die Geduld verloren, Leute. Der Zombie besiegt jetzt diesen Dorfbewohner hier. Wo ist der Dorfbewohner hin? Ach, vor dem läufst du weg? Jetzt hin. Zombie?